Diese Möglichkeit für Michael Ickwe hier. Also Teutonia kommt mit viel Schwung aus der Kabine. Unfassbarer Treffer. Was für ein Tor, Marc-Niklas Döring. Das hat er beim Freistoß schon angedeutet, dass er schießen kann. Und der Ball senkt sich hier wunderbar hinter Liesegang runter. Unfassbares Tor. Das ist eben die individuelle Klasse. Ja, und das ist der Rückstand hier im Derby für Teutonia. Gut, man nimmt da Ole Wohlers mit. Platz jetzt für Ickwe. Über die linke Seite geht der Strafraum rein, sieht im Rückraum. Jemanden ist da so zum Gradschießen. Ja. Und Tor! 1:1. Irgendwie rumgefuhrt zu können, weil die Verletzten sind sogar dabei. Muss wahrscheinlich behandelt werden. Sieht ein bisschen doller aus. Aber das ist der Ausgleich. Schnelle Antwort. Nach 14 Minuten steht es hier 1:1. Ole Wohlers kriegt den Ball jetzt kurz vorm Strafraum. Abschluss, kein Problem. Ball kommt rein. Coffee. Es ist Coffee, aber übers Tor. Jetzt pfeift Rethold. Vermutlich zur Pause hat die Pfeife schon im Mund. Ja. Ja, zwei Spieler machen sich dabei Teutonia etwas intensiver warm jetzt. Es sind sogar drei: Riedel Montero, Emanuel Mircev und Jason Tometi-Himasro. Und hier jetzt mal ein super Pass von Istefa auf Wohlers, gegen der die Latte trifft. Nachschuss, auf der Linie geklärt. Niklas Jessen hier außen auf Lee, Kontergelegenheit. Nimmt Düring mit und er macht sein zweites Tor. Das ist unfassbar. So dumm und Teutonia wird. Ja, Düring macht hier sein zweites Tor am heutigen Nachmittag. Und eigentlich war Teutonia am Drücker und fängt jetzt hier im Gegenzug, im Konter, das 2:1. Das ist den. Wird noch einen Wechsel geben bei Teutonia. Fabio Maiolo macht sich bereit, aber erstmal. Der eingewechselte Himasro im Strafraum und Tor! 2:2! Die eingewechselten Ify Amigo und Tometi Himasro belohnen ihren Trainer direkt. Morera hier mit der Flanke. Im Rückraum ist Lee. Kein Abseits. 3:2. Es ist der Top-Torjäger bei St. Pauli, Julian Ulbricht. Wir haben es schon angesprochen in der ersten Halbzeit. Es war klar, dass der, wenn Pauli trifft, wird er auch treffen. Und wieder der Rückstand. Ja, unglücklicher Spielverlauf. Tor, das 3:3. Afagi Feldego kriegt die Flanke da wirklich richtig frei im Rückraum und haut das Ding mit dem linken Fuß unter die Latte. Ich glaube, die Flanke war Jason Tometi. Starke Aktion von Afagi Feldego. Zwei Elter Pfosten! Groß schon gut gespielt. Fabian Rau, der ist eingewechselt, haut das Ding übers Tor, muss ihn die Volley nehmen. Es kommt nicht ganz flach. Rausgespielt von den drei eingewechselten Ikea Vigo, Emasco und Endide. Ja, Brodersen sind nochmal mit einer kleinen Unsicherheit hier. Rethold lässt den Angriff auf jeden Fall noch laufen. Im Rückraum jetzt nochmal die Aktion. Ulbricht, das ist eine Riesenchance eigentlich. Sieht von hier oben dann ungefährlicher aus, weil der erste Kontakt nicht gut ist, aber
Und jetzt hat er die Pfeife im Mund. Schiedsrichter Gerrit pfeift ab. Der 9 pfeift ab. Die Mannschaften trennen sich 3-3. Unentschieden.